Hallöchen, ganz herzlich willkommen zurück im Microsoft Flight Simulator mit dem wunderschönen Flybywire A380. Und ihr seht es im Hintergrund, wir haben gerade die niederländische Küste überflogen, fliegen jetzt an Amsterdam vorbei in Richtung Frankfurt, haben noch gut 100 Meilen, bis unser Landeanflug beginnt. Und nachdem wir uns im ersten und zweiten Teil schon alles angeguckt haben, wie wir den Flieger anschmeißen, wie wir ihn zur Startbahn bekommen und wie wir unseren Takeoff machen, soll es in diesem dritten Teil darum gehen, alles für die Landung vorzubereiten und letztlich die Landung dann auch durchzuführen. Das heißt, wir hüpfen ins Cockpit und legen direkt los mit unseren Landevorbereitungen. Im Cockpit angekommen, seht ihr, wir sind auf Reiseflughöhe, Flight Level 390 und hier dieser weiße Pfeil im Navigation Display markiert unseren Top of Descent. In der Reiseflughöhe angekommen, das habt ihr jetzt im Video nicht gesehen, habe ich noch einmal das TCAS auf Below gestellt. Dazu wieder hier auf die Surveillance-Seite gehen, TCAS hier auf Below stellen und dann bekommen wir nämlich hauptsächlich den Verkehr unter uns angezeigt, also 9900 Fuß unter uns und aber auch bis zu 2700 Fuß über uns. Wenn wir vom Lotsen mal ein Direct bekommen sollten, können wir das ganz einfach machen. Wir gehen hier auf unsere Flightplan-Page, wählen den Wegpunkt aus, zum Beispiel Sierra Papa India, zu dem wir ein Direct fliegen sollen. Wählen dann hier From Present Position Direct to, klicken hier auf Insert und dann seht ihr, macht der Flieger den Direct und fliegt dort automatisch hin. Es kann sein, dass man irgendwann die Beam-Wegpunkte, also die unterwegs 90-Grad-Winkel noch liegen würden, auch noch anzeigen kann. Irgendwann geht aber momentan noch nicht, genauso wie dieses Vertical Display hier unten, wo wir normalerweise unser Querprofil noch angezeigt bekommen würden. Bevor wir unsere Landevorbereitungen beginnen, würden wir einmal das Wetter checken. Das habe ich jetzt für uns in Frankfurt schon mal gemacht. Wir haben Wind aus 260 Grad mit 6 Knoten, 15 Grad. QNH ist 1013, also bestes Wetter und Wetter so, dass wir auf jeden Fall auf die 25 links anfliegen werden. Das QNH-Setting können wir auch hier schon mal vorselektieren, wie wir das aus der Boeing zum Beispiel schon kennen. Und dann können wir das nämlich später einfach aktiv schalten. Und was wir jetzt auch einmal machen, ist, wir gehen hier auf die Performance-Seite, so wie wir es aus dem Airbus schon gewöhnt sind, gehen hier auf die Approach-Seite und geben jetzt hier einmal die Wetterinformationen ein. Wir haben gesagt, Wind kommt aus 260 Grad mit 6 Knoten bei einer Outside Air Temperature von 15 Grad und einem QNH von 1013. Jetzt sehen wir auch hier wieder die Geschwindigkeiten. Unsere Clean Speed 196 Knoten, die Slat Speed ist bei 177 und die Flap Speed bei 146. Und wir haben eine VREF, also eine Reference Speed im Anflug von 133 Knoten. Da kommen dann immer noch 5 Knoten oben drauf oder gegebenenfalls auch mehr. In unserem Fall bei dem Wind heute aber nicht mehr, sodass wir dann mit 138 Knoten letztlich anfliegen werden. Transition Level, also die Höhe, wo wir dann nachher von dem Standardluftdruck auf den Lokalluftdruck umstellen, ist heute Flight Level 6.0. Das ist hier aber auch schon eingegeben. Und was jetzt noch fehlt, ist das Barominimum. Dazu gehen wir einmal hier rüber in unsere Karten, wählen jetzt hier den Arrival Airport aus und suchen uns erstmal ganz generell alle Karten, die wir jetzt hier für den Anflug gleich brauchen werden. Das heißt, wir brauchen einmal die Arrival Chart für die Incom One Bravo. Wir brauchen die ILS Chart fürs ILS auf die Bahn 25 links und wir brauchen die Taxi-Karten und vor allem aber auch die Restriction-Karten für den A380. Also Incom One Bravo heften wir uns einmal an, dann brauchen wir das ILS für die 25 links, das haben wir hier und von den Taxi-Karten brauchen wir einmal die normale Airport-Chart, die wählen wir aus und pinnen die einmal an. Genauso wie die A380 Airport Restriction Chart und die Taxi Chart mit den Restrictions. Und dann haben wir hier unten noch einmal die Parking Stands. Wir werden heute im Osten parken, das heißt Parking Stand East wählen wir noch einmal aus. Und dann haben wir alle wichtigen Karten, die wir jetzt gleich für den Anflug brauchen. Die Incom One Bravo sieht folgendermaßen aus. Ja, ihr seht schon, er ist wieder so ein bisschen am Laggen, dann einmal wieder Alt-Enter und nochmal Alt-Enter, um das Ganze zu fixen. Und dann kommen wir hier über Incom rein. Das Ganze zwischen Level 240 und 210, nach Elvi, dort zwischen 220 und 170, nach MGOT, nach RAMOP auf Flight Level 130, Delta Fox 0, Delta Fox 401, 600, 601 und dann geht es hier auf die Transition.
bevor wir dann aufs ILS fliegen, das folgendermaßen aussieht. ILS geht dann los hier bei Delta Fox 620 aus 4000 Fuß. Es ist ein normales 3 Grad Sinkprofil und hier haben wir unser Minimum 561. Das runden wir einmal auf. Also 570 Fuß Barominimum können wir hier direkt mit eingeben. Bis zu dem Minimum würden wir runterfliegen, wenn wir da keine Bahn sehen oder aus anderen Gründen durchstarten müssen, geht der Mist Approach erstmal geradeaus. Nach Delta Fox 290, dann leicht links rum nach Delta Fox 685. Da fliegen wir dann drüber hinaus, bis wir auf 5000 Fuß sind und dann geht es in einem Linksturn mit maximal 220 Knoten zum Big Punkt Charlie. Das Ganze dann auf 5000 und dann würden wir hier ins Holding gehen oder bis dahin dann schon vom Lotsen wieder auf einen neuen Anflug geschickt werden. MSA in dem Bereich 4300 Fuß aufgrund des Taunus hier im Norden. Wir werden aber die Transition im Süden fliegen, also können wir dann auf die 4000 Fuß fürs ILS auch jederzeit runtergehen. Und das können wir uns ein bisschen einfacher machen. Wir gehen hier auf die angehefteten Karten. Dann haben wir nämlich wirklich nur die, die wir brauchen. Und dann schauen wir uns einmal die Taxikarten für Frankfurt an. Ihr seht ja hier, ganz viele Taxiwege sind orange. Die dürfen wir also alle nicht benutzen. Wir landen ja heute hier auf der 25 links. Das heißt, wir werden dann hier gleich die Bahn irgendwann nach rechts verlassen. Wo? Das stellen wir dann gleich noch ein. Und dann werden wir einmal die 25 Center überqueren. Und dann wahrscheinlich über den Taxiway Lima und dann November 8. Oder dann wahrscheinlich einfach nur geradeaus über Lima rollen, um dann zum Wegpunkt November 1 zu kommen oder zum Taxiway November 1. Da rollen wir hier einmal rein und dann parken wir hier an einem der Charlie Stands. Da stehen normalerweise auch die 380 der Lufthansa. Hier haben wir noch den Hotspot eingezeichnet bei Mike 8 und Mike 6. Wir werden über Mike 8 die Bahn entweder überqueren oder halt dann hier vorne und über Lima gehen, das können wir uns noch überlegen. Jedenfalls werden wir hier eine aktive Bahn überqueren, da müssen wir eben drauf achten. Und sonst seht ihr schon so ein paar Taxiwege, Lima Nord zum Beispiel, hier dürfen wir nicht benutzen. Da müssen wir also entsprechend dann drauf achten, dass wir das nicht machen. Wenn es Mike 8 wird, dann wird es wahrscheinlich hier über November 3 und auf November gehen. Hier, was orange eingezeichnet ist, das sind nur die farbigen Taxilinien in Frankfurt, die dürfen wir also nicht benutzen. Und hier weiter als November dürfen wir November 3 auch nicht reinrollen. Aber das haben wir nicht vor, deswegen sollte das alles passen soweit. Jetzt müssen wir unserem Flieger einmal sagen, wo wir gleich die Bahn verlassen würden. Der Hintergrund dessen ist nämlich, dass wir ein neues Bremssystem im A380 haben, das sogenannte BTV. BTV steht für Brake to Vacate und ist ein System, bei dem wir quasi beim Flieger sagen können, an welchem Exit wir die Bahn verlassen wollen. Und er bremst dann so für uns runter, dass wir an dem Exit mit 10 Knoten ankommen und ganz entspannt von der Bahn runterrollen können. Das hat den großen Vorteil, dass der Flieger halt so dosiert bremst, wie wir das brauchen und gleichzeitig aber alle Bremsen gleich nutzt, sodass also die Bremsen möglichst wenig Verschleiß haben, möglichst wenig Temperatur am Ende haben und insgesamt für den Passagierkomfort ein sehr angenehmes Bremsen ermöglicht wird. Um dieses BTV jetzt zu nutzen, zoomen wir einmal auf den Plan Mode und dann hier mit Zoom in die Karte rein. Dann haben wir nämlich einmal hier das Airport Overlay, wobei da jetzt eigentlich schon der Flughafen von Frankfurt drinnen sein sollte. Jetzt gucken wir mal kurz, ob wir da anderweitig hinkommen. Falls nicht, ist das aktuell noch ein kleiner Bug. Der sollte nämlich nicht sein, weil normalerweise sind wir ja jetzt schon im Anflug und dann weiß der Flieger, okay, der Departure Airport interessiert uns gar nicht mehr. Scheint jetzt aber noch nicht der Fall zu sein. Dann gehen wir mal auf Airport Selection und wählen jetzt hier den Flughafen Frankfurt aus. Dann kommen wir da nämlich normalerweise auch hin, klicken dann auf Display Airport, dann dauert es einen kleinen Moment und dann sollte er uns jetzt gleich den Flughafen Frankfurt von oben anzeigen. Falls ihr übrigens keine Navigraph-Integration habt, könnt ihr hier einfach die zu benötigende Landedistanz eingeben und dann würde der Flieger automatisch so runterbremsen, dass ihr halt diese Landedistanz einhaltet. Gut, wir haben ja gesagt, wir landen auf dem ILS 25 links. Das heißt, wir würden die 25 links hier einmal auswählen. Ich weiß jetzt nicht, warum er hier mit der Maus die ganze Zeit hin und her springt. Ich versuche mal nochmal aus dem Mode rauszukommen. So, perfekt.
Dann können wir jetzt hier die 25 links einmal auswählen. Dann sehen wir das auch hier oben. 25 links, 4000 Meter mit dem Runway Heading. Und dann seht ihr hier vorne jetzt auch schon zwei Markierungen. Einmal dry und einmal wet. Also wenn die Bahn trocken ist, dann wird der Flieger ungefähr hier abgebremst sein. Bei einer nassen Bahn ungefähr hier. Das heißt, wir versuchen jetzt gleich mal den ersten Exit hier, Mike 17, auszuwählen. Dazu klicken wir den einmal an. Dann sagt er, 1270 Meter sind es bis dahin. Unsere Rollout-Time sind 42 Sekunden. So lange werden wir also ungefähr auf der Bahn sein. Und das bedeutet eine Turnaround-Zeit von 177 bzw. von 204 Minuten. Wenn wir jetzt Mike 15 zum Beispiel auswählen würden, dann seht ihr, geht die Zeit entsprechend runter, die Landedistanz entsprechend hoch. Ich glaube, wir nehmen mal lieber den Exit, weil wenn wir wieder floaten, dann ist es vielleicht ein bisschen besser, einen Exit weiter hinten zu nehmen. Wenn wir den jetzt ausgewählt haben, können wir das BTV-System aktivieren oder scharf stellen zumindest, indem wir jetzt die Autobrake hier auf BTV stellen. Und dann seht ihr hier, BTV ist armed. Und damit weiß der Flieger jetzt also, wann wir die Bahn verlassen wollen und bremst uns entsprechend runter. Sehr cooles System, ist im A350 übrigens auch verbaut und hilft uns einfach jetzt da gleich schön dosiert dann runter zu bremsen. Tower of Descent haben wir übrigens mittlerweile überflogen, das heißt, wir können hier schon mal den Sinkflug einleiten. Gehen schon mal auf Flightable 100, Thrust Idle, Open Descent, All Blue, Flightable 200 und was wir jetzt noch einmal machen können, ist unseren Anflug ein bisschen zu verkürzen, weil das, was der Flieger jetzt aktuell noch vorhat, ist eben diese ganze Transition abzufliegen. Und da können wir uns einfach enorm viel Zeit sparen, wenn kein Traffic vor uns ist und hier so ein bisschen abkürzen. Dazu gucken wir uns jetzt einmal nochmal an, wie heißt der Final Approach Point von unserem Anflug. Das ist Delta Fox 620. Das heißt, der Wegpunkt südlich davon müsste 610 heißen. Kurz mal schauen, ob wir den haben. 610, genau. Dann gehen wir von dort aus mal einen Wegpunkt noch weiter. 611. Und dann würden wir einen Linksturn nach 680, zu dem Wegpunkt, der vor 620 kommt, fliegen. Um das Ganze jetzt einzustellen, gehen wir hier auf den Plan Mode. Gehen einmal nach unten. Dann haben wir hier 611. 612 löschen wir einmal raus. 613 löschen wir auch einmal raus. Okay, warum auch immer er nicht deleten möchte jetzt. Dann müssen wir das einmal einzeln machen und dann immer wieder bestätigen. Das sollte eigentlich aber nicht so sein. Also eigentlich kann man auch mehrere Wegpunkte hintereinander rauslöschen. Halb so wild. 616 löschen wir noch einmal raus. Dann löschen wir den Manual Waypoint einmal raus. Und dann haben wir jetzt hier das andere Ende der Transition. Das heißt, 626 löschen wir auch einmal raus. 625 löschen wir einmal raus. Ist ein bisschen mühselig, aber dafür sparen wir uns gleich eine Menge Zeit im Anflug. Kann man natürlich nicht machen, wenn man auf Watson fliegt. Da muss einen der Lotse schon dafür freigeben. So können wir das aber auf jeden Fall machen und haben dann bestimmt gleich 5 Minuten weniger Flugzeit. So, damit haben wir alles rausgelöscht, was wir nicht mehr haben möchten. Jetzt können wir nochmal in den Plan Mode gehen, können hier einmal reinzoomen und dann sehen wir das Ganze, was wir jetzt hier gemacht haben. Wir haben nämlich hier jetzt die ganze Transition gekillt sozusagen. Die Discontinuity, die können wir eigentlich einmal rausschmeißen. Ansonsten können wir mal versuchen, dass wir hier danach Insert Next Waypoint den Delta Fox 680 auswählen. Ah ja, perfekt. Und dann haben wir die Discontinuity auch rausgeschmissen. Nicht wundern, dass er das jetzt alles noch so komisch einzeichnet hier. Liegt daran, dass er mit der aktuellen Geschwindigkeit diesen Turn noch berechnet und den logischerweise mit Mach 0.77 so nicht fliegen kann. Jetzt hat er es nochmal neu gerechnet und jetzt schaut das gut aus. Und jetzt haben wir einen schönen verkürzten Anflug für die 25 links in Frankfurt. Können jetzt also aus dem Plan Mode wieder rausgehen. Und dann seht ihr jetzt, wir sind natürlich deutlich zu hoch im Profil, weil wir jetzt relativ viel vom Routing rausgeschmissen haben. Das können wir jetzt aber im Descent noch schön managen, indem wir zum Beispiel jetzt einfach mal die Geschwindigkeit ein bisschen hochdrehen, dass der Flieger mit mehr Sinkrate und mehr Widerstand und mehr Geschwindigkeit erstmal sinken kann. Und sollte das nicht reichen, können wir dann irgendwann auch die Speedbrakes noch mit dazu nehmen. Sonst haben wir, glaube ich, jetzt zum Briefing alles gesagt. Incombon Bravo Arrival mit dem ILS 25 links, Minimum
570 Fuß. Den Mist Approach haben wir durchgesprochen. MSA 4300 Fuß in dem Sektor. Jetzt können wir nochmal schauen, was wir aktuell an extra Sprint noch mit dabei haben. Wenn er uns das noch anzeigt, mal kurz gucken. Okay, er sagt Fuel on Board 0,0 Tonnen. Also so richtig aussagekräftig ist diese Fuel and Load Seite nicht. Aber wir können ja mal ganz kurz gucken. Wir sollen ankommen mit... Also wir haben aktuell noch 27,2 Tonnen dabei. Und in Frankfurt ankommen sollen wir mit 25,8 Tonnen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen extra mit dabei. Hier stehen jetzt 16,9 Tonnen. Klingt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen viel. Aber wir haben ja auch eine gute halbe Stunde extra noch eingepackt. Also kann schon sein, dass wir 16,9 Tonnen haben. Wobei, wenn wir da den Alternate Fuel noch mit dazu rechnen, dann kommt es noch nicht ganz hin. Aber auf jeden Fall haben wir mehr als eine Stunde extra dabei, falls wir das denn wirklich bräuchten. Dann sinken wir mal weiter auf 10.000 Fuß. Und können dann auch hier gleich uns schon mal für die Approach-Checkliste ready machen. Können da schon mal auch reingucken von mir aus, was wir gleich alles brauchen. Also Barrel Reference müssen wir gesetzt haben bis dahin. Die Seatbelts können wir gerne jetzt schon mal wieder auf On stellen. Dann seht ihr, der Flieger erkennt auch automatisch, dass wir das Ganze schon gemacht haben. Das heißt, das wird hier automatisch dann auf Grün gestellt. Minimum können wir hier schon mal gucken. Haben wir eingegeben, 570. Autobreak haben wir auch gemacht. Das heißt, die Checkliste können wir dann lesen, sobald wir das QNH eingestellt haben. Ja, ansonsten seht ihr, Wetter in Frankfurt aktuell etwas bewölkt. Könnte also noch schöner sein, aber soll es für den Moment erstmal passen. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir auf dieser Arrival diese Constraints einhalten. Elbit sollten wir unter Flightable 220 sein, das sind wir auf jeden Fall. Und über Flightable 170, auch das sind wir auf jeden Fall. Wir sinken zwar jetzt mit relativ großer Sinkrate, aber wir fliegen ja auch in 3 Meilen da schon drüber. Das heißt, das sollte auf jeden Fall passen. Und ihr seht, gegenüber dem vom Flieger berechneten Sinkprofil sind wir jetzt aktuell noch knapp 2000 Fuß zu hoch. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ihr seht aber, aus den 7000 Fuß sind nur noch 2000 Fuß geworden. Das heißt, die Taktik mit Speed hochdrehen, wenn es denn der Verkehr ermöglicht, funktioniert auf jeden Fall ziemlich gut. Ansonsten im Descent auch immer darauf achten, dass wir, wenn es nötig wäre, auch die NTIs-Einrichtungen einstellen. In dem Fall fliegen wir jetzt nicht durch Wolken. Sonst ist immer die Faustregel, zwischen einer Temperature von TAT plus 10 Grad und SAT minus 40 Grad. Die können wir hier ablesen. Und Visible Moisture, also sichtbare Feuchtigkeit, würden wir das NTIs einschalten. Wenn wir aber jetzt in die Wolken fliegen, mit plus 10 Grad würden wir das noch einschalten. Tendenziell wird die TAT jetzt aber zunehmen. Ihr seht, plus 11 Grad bräuchten wir es eigentlich dann auch jetzt schon nicht mehr. Aber das immer im Auge behalten. Allerdings sind die Anti-Ice-Einrichtungen, zumindest das Wing und das Engine-Anti-Ice, im A380 automatisch. Das heißt, der Flieger, wenn er erkennt, dass er in Icing Conditions ist, würde da auch automatisch das Anti-Ice damit einschalten. So, jetzt habt ihr gesehen, wir sind im Profil wieder angekommen. Über Flightable 130 sollen wir beim nächsten Punkt sein. Das haben wir jetzt leider nicht so ganz geschafft. Aber dann seht ihr auch, dass das Vertical Profile noch nicht ganz so 100% passt. Wir kürzen jetzt einfach mal hier ein bisschen ab, dass der Flieger da sich nicht ärgert, dass er das Constraint nicht geschafft hat. Fliegen wir nach Direct Delta Fox 401. Und damit skippen wir sozusagen dieses Constraint, was wir da haben. Und dann kann der Flieger jetzt ganz entspannt auf die Arrival sinken. Wir sind auch gar nicht mehr allzu weit vom Flughafen entfernt, noch knapp 40 Meilen. Hätte man ruhig noch ein bisschen entspannter sinken können. Also vielleicht die Descent-Berechnungen doch lieber selber machen. Der A380 ist noch nicht so 100% fit darin. Aber wie gesagt, ist ja auch nur eine Alpha. Was wir in der Departure vorhin übrigens auch nicht gemacht haben oder im letzten Video auch nicht gemacht haben. Wir haben ja gesagt, wir müssen bis 2 DMI London fliegen. Jetzt haben wir die aber so ja gar nicht wirklich ablesen können. Wir hatten da zwar einen Wegpunkt, aber wir konnten die Mileage jetzt nicht an irgendeinem Display ablesen. Um das Ganze zu aktivieren, gehen wir einmal hier hoch. Und dann können wir hier einmal den Button aktivieren und den Button aktivieren. Und dann haben wir sowohl VOR 1 als auch VOR 2 jetzt hier unten auf unserem Navigation Display drauf. Ihr seht, auf dem VOR 1 hat der Flieger sich jetzt das Taunus VOR gesetzt. Wir können jetzt hier einmal reingehen für unseren Go-Round. Brauchen wir ja eigentlich andere Sachen.
Dann gehen wir hier einmal auf die Seite, gehen hier auf NavAids und dann können wir jetzt hier statt Taunus zum Beispiel einmal Frankfurt am Main, FFM eingeben. Dann hat der Flieger in dem Fall zwei FFMs zur Auswahl. Wir nehmen logischerweise das in 47 Meilen und nicht das in 3800 Meilen. Wählen das einmal aus und schon zeigt sowohl die VOR-Nadel in Richtung des VORs als auch hier unten die Mileage ist entsprechend mit dem Identifier hinterlegt. Und für das VOR 2, wir können mal gucken, ob es das Charlie VOR noch gibt. Ja, das ist der Fall. Das heißt, das setzen wir einmal aufs VOR 2. Und dann haben wir das nämlich als Referenz auch hinterlegt. Und dann haben wir jetzt alles Wichtige für den Anflug vorbereitet. Wir nähern uns auch den 10.000 Fuß. Das heißt, wir können dann gleich auch schon mal die Landescheinwerfer einmachen. Wir gucken, dass die Seatbelts auf on sind. Und ansonsten passt soweit alles. Wenn es irgendwann möglich ist, kann man dann wahrscheinlich auch hier über den Taschenrechner dann eine Landing Performance ausrechnen. Das heißt, da würden wir nochmal gucken, okay, wie viel Landedistanz brauchen wir. Wir haben es aber ja jetzt hier in dem Fall mit dem BTV schon ganz gut gemacht. Haben ja gesagt, wir brauchen ungefähr 1700 Meter. Ist also nur halb so viel wie die Bahn oder sogar weniger als halb so viel wie die Bahn eigentlich hätte. Von daher ist das mit den Bremsen heute gar kein Thema. Was wir auch einmal machen müssen, ist hier auf den LS-Button drücken für das Landing System. Jetzt seht ihr hier unten ILS noch am Blinken, weil er noch keinen ILS identifiziert hat. Aber hier, das müssen wir einmal einschalten, dass wir dann später unsere Routen sowohl für den Localizer auch, als auch für den Glideslope dann angezeigt bekommen. Dann würde ich sagen, wir machen einen kurzen Break. Ich sink jetzt erstmal weiter. Wir fliegen auf die Transition drauf und dann sehen wir uns gleich im Downwind wieder, wenn wir auf das ILS eindrehen. Ein Stückchen weiter im Anflug, habt ihr ja gerade gesehen, haben wir jetzt den Flughafen Frankfurt passiert, fliegen gerade durch 7300 Fuß, sinken auf Flight Level 60 und sobald wir jetzt unter diese 6000 Fuß bzw. Flight Level 60 gehen, sind wir unter dem Transition Level. Das heißt, ab da fliegen wir dann eine Altitude und die basiert auf einem Luftdruck. Das heißt, die Clearance des Lotsen würde jetzt zum Beispiel lauten, Fly by Wire 2 Alpha Charlie, Descent 4000 Feet, QNH 1013. Das heißt, wir würden jetzt 4000 Fuß eindrehen, stellen auf 1013 um und würden jetzt unsere Approach-Checklist lesen. Approach, Barrow Reference, QNH 1013 und beim Einstellen würden wir einmal gucken, 7600 Feet, cross-checked. Dann kann man das Ganze abhaken, Minimum Barrow 570 Feet, Autobreak BTV, Approach-Checklist complete. Jetzt seht ihr auch, der Flieger hat das ILS mittlerweile identifiziert. India Foxtrot Sierra Whiskey 111.15 in 11,1 Meilen mit dem Kurs 246. Genauso war es auch bei uns in der Karte gestanden. Das können wir da jetzt also nochmal gegenchecken. Und dann können wir jetzt hier einmal auf unsere Performance-Seite gehen und müssen dann noch dran denken, rechtzeitig hier die Approach-Phase zu aktivieren. Wobei beim ILS-Approach würde es der Flieger auch selber machen. Wir können es jetzt aber mal manuell machen. Wir selektieren jetzt also mal diese 220 Knoten, weil wir die gerne erstmal noch halten möchten. Sagen dann hier Activate Approach Phase, confirmen das Ganze. Und dann seht ihr auch, dass der Flieger jetzt, wenn wir die Geschwindigkeit wieder auf Manage stellen würden, automatisch dann die Geschwindigkeit reduzieren würde. Das heißt, er geht jetzt von sich aus erstmal auf die Clean Speed, also auf diesen kleinen grünen Kreis. Sobald er den dann erreicht hat und wir Klappen ausfahren, würde er dann die Geschwindigkeit weiter reduzieren. Jetzt drehen wir in den Queranflug, das heißt, wir fliegen jetzt in den 90-Grad-Winkel zu unserem letztlichen Endanflug. Ihr seht, vom Höhenprofil her passt das eigentlich ganz gut. Wir sind jetzt mehr oder weniger auf Höhe des Glideslopes. Können wir so ein klein bisschen schneller noch runtergehen. Und dann können wir jetzt auch schon mal langsam dran denken, die Klappen auszufahren, zumindest ein Stückchen, um hier einfach ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen und den Anflug ein bisschen entspannter fliegen zu können. Das heißt, wir fahren die Klappen um eine Stufe aus, Flaps 1, Speed checked, Flaps 1. Jetzt können wir was ganz Interessantes beobachten, nämlich fährt der Airbus, so wie es der A320 auch macht, in der Luft, wenn wir die Klappen 1 auswählen, die Flaps erstmal nur auf 1. Das heißt nicht auf 1 plus F, die Flaps fahren noch nicht mit raus, sondern nur die Slats fahren erstmal raus. Jetzt werdet ihr aber gleich sehen, wenn wir unter die 205 Knoten kommen, dann fahren die Flaps beim A380 automatisch mit aus. Das ist anders
als wir es vom A320 zum Beispiel kennen. Wir drehen aufs ILS, das heißt auch den Approach Mode aktivieren wir einmal, nehmen den zweiten Autopiloten mit dazu und haben Glide Slope Blue Lock Blue, Cut Tri-Dual Autopilot 1 plus 2, All Star. Und jetzt seht ihr, fährt der Flieger automatisch, ohne dass ich irgendwas mache, die Flaps noch mit aus. Jetzt reduziert der Flieger auf die S-Speed, also die Geschwindigkeit, die er jetzt als nächstes anvisiert. Und wenn wir von dort aus dann die Klappen jetzt weiter auffahren auf Flaps 2, was wir jetzt dann machen können, Flaps 2, Speed checked, Flaps 2, dann seht ihr, geht der Flieger auf die F-Speed zurück. Es kann sein, dass der Lotse uns noch irgendeine Geschwindigkeit gibt, die wir halten sollen bis so und so viel Meilen. Haben wir jetzt aber heute nicht. Das heißt, wir können ganz normal jetzt einfach erstmal unsere F-Speed fliegen und dann ist der Flieger jetzt auf dem Localizer. Den Glide Slope sollte er auch jeden Moment einfangen. Glide Slope Star, das ist der Capture Mode. Und dann seht ihr, der Flieger geht in den Descent und fängt jetzt an, sowohl dem nach dem ILS auch dem Glide Slope zu folgen. Unsere Missed Approach Altitude waren 5000 Fuß. Die können wir jetzt hier schon mal eindrehen. Glide Slope ist gecaptured. Dann können wir da hinten schon schön die Skyline von Frankfurt sehen. Der Flughafen liegt vor uns, liegt noch so eine kleine Wolke dazwischen. Wenn wir durch die aber durch sind, sollte das alles passen. Dann sollten wir auch die Bahn in Sicht bekommen. Und dann können wir uns jetzt langsam mental schon mal auf die Landung einstellen. Je nachdem, wie hoch man im Anflug ist, kann man dann zwischen 2.500 Fuß bis ungefähr 2.000 Fuß über dem Boden, das heißt das, was unser Radio Altimeter uns nachher sagt, dann anfangen, das Fahrwerk auszufahren und dann noch die Klappen in Landekonfiguration zu bringen und alle weiteren Items zu machen. Ihr seht, der Wind kommt momentan von vorne ziemlich genau, leicht von rechts mit 12 Knoten, soll in Richtung Boden dann noch ein klein bisschen abnehmen. Und hier auf dem Navigation Display seht ihr auch nochmal BTV für die 25 links und der Exit Mike 21 ist hier ausgewählt. Das ist also das, worauf uns der Flieger jetzt gleich runterbremsen wird. Können wir hier noch ein Stückchen reinzoomen? Dann seht ihr vor uns auch das Frankfurt am Main VOR. Und dann sind wir jetzt noch knapp 8 Meilen vom Flughafen entfernt. Kommt so langsam da hinten in Sicht. 2500. Und der Radio Altimeter erwacht auch zum Leben. 2500 ist checked. Dann machen wir uns jetzt einfach einen ganz entspannten Anflug draus. Wir fahren das Fahrwerk aus, Gear Down. Armen unsere Ground Spoiler. Und dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch die Flaps in Landekonfiguration bringen. Das heißt erstmal Flaps 3, Speed checked, Flaps 3. Ihr seht, das dauert immer einen kleinen Moment. Es sind halt einfach große Flächen und Flaps full, Speed checked, Flaps full. So, unsere VLS 132. Bei 132 ungefähr ist auch der Haken und wir können noch 137 Knoten wie Approach draus machen, dass wir 5 Knoten mehr haben. Okay, er mag 138 lieber, dann lassen wir das so. Und dann haben wir noch zum Abschluss eine Landing Checklist. Landing Checklist is complete. Ihr seht im ICAM alles grün. Das ist das Einzige, was in der Landing Checklist abgefragt wird. Das passt soweit. Hier oben können wir noch einmal die Runway Turn-off Lights anmachen und das Nose Light anmachen. Und dann ist alles ready für die Landung. Je nachdem, wie früh ihr möchtet, könnt ihr den Autopiloten dann rausnehmen. Ihr könnt den Flieger auch theoretisch automatisch landen lassen. Allerdings hat Fly-by-Wire da schon gesagt, dass da in der Alpha noch nicht alles so 100% gut abgestimmt ist. Das heißt, da vielleicht noch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Aber ganz ehrlich, wir fliegen ja sowieso hauptsächlich, um selber die Landung zu machen. Und genau das wollen wir jetzt machen. Das heißt, wir synchronisieren einmal unsere Schubhebel. Das heißt, wir bringen diesen kleinen blauen Böppel dahin, wo der aktuelle Schub ist. Dann können wir den Autothrust deaktivieren. 1000 ist checked. 1000. Und dann nehmen wir noch den Autopiloten raus. Und dann haben wir Manual Flight, Manual Thrust. Und dann fliegen wir jetzt schön dem Flight Director hinterher. Haben jetzt auch die Landebahn in Sicht. Zwei weiße, zwei rote Papis sind also genau auf dem Profil, so wie das sein soll. Dann konzentriere ich mich jetzt auf die Landung, wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und dann gucken wir mal, wie unsere erste Landung gemeinsam hier im A380 klappt. Ich bin sehr gespannt. Wir sitzen ja ein Stückchen höher über dem Boden. Das heißt, wir müssen auch daran denken, den Flare früher zu machen, aber natürlich auch nicht zu früh.
Das wird die Kunst dabei sein. 500. 500. So, Wind doch immer noch mit 10 Knoten auf die Nase, ruckel gerade so ein bisschen. 300. 300. 100 above. 200. 200. Minimum. Continue. 100. 70. 60. 50, 40, 30, 20, retard. 5. 5. So, jetzt vorsichtig die Nase nach unten bringen. Spoilers. Reverse is green. BTV und Diesel. Ihr seht es auch. Der Flieger hat nur an den inneren Triebwerken Reverser. Die sind aber beide grün. 70 Knots. Idle Reverse. Und dann seht ihr, unser BTV bremst uns wunderbar runter. Da kommt Mike 21. Da wollen wir die Bahn verlassen. Dann treten wir jetzt einmal leicht in die Bremse. Auto Brake Off bestätigt uns das Ganze nochmal. Und dann rollen wir gemütlich hier rechts rum herunter. Und dann sind wir gut angekommen. Herzlich willkommen in Frankfurt, ihr Lieben. Dann werden wir jetzt, so wie wir es besprochen haben, einmal rechtsrum auf den Taxi über Mike abbiegen, hinter zum Holding Point Mike 8 für die 25 Center rollen, da einmal die Bahn crossen und dann zu unserer Parkposition rollen. Man muss auf jeden Fall deutlich früher ziehen, habe ich schon gemerkt. Das ist aber gar nicht schlimm. Man muss halt vorher relativ stabil im Anflug sein, dann klappt das eigentlich ganz gut. Und ja, mal so ein bisschen auf die Vertical Speed hier gucken, damit man weiß, okay, wie doll ist der Flieger jetzt gerade noch am Sinken. Aber für den ersten Versuch, finde ich, hat es ganz gut geklappt. Und dann sind wir nach einer Stunde und 5 Minuten jetzt hier erfolgreich in Frankfurt gelandet. Jetzt müssen wir so ein paar Aktionen wieder nach der Landung machen. Das heißt, wir können einmal zum Beispiel unser Tikas wieder auf Standby stellen. Wir räumen hier unten einmal auf. Speed Brakes gehen wieder rein. Also die Ground Spoiler gehen wieder rein. Hier oben können wir noch ein bisschen aufräumen, Landing Lights ausmachen, Strobe Lights stellen wir wieder zurück auf Auto und dann geht es hier einmal rechts rum auf den Taxiway Mike und wir können auch die APU schon mal starten, wieder den Master Switch zuerst einschalten und den Start Button dann 3 Sekunden später drücken, dass sie schon mal in Ruhe hochfahren kann und dann können wir eigentlich ganz zufrieden sein mit unserer ersten Landung. Man braucht natürlich erstmal noch so ein bisschen ein Gefühl für den Flieger. Das erfliegt man sich dann aber mit zunehmenden Landungen. Und ich finde, für den ersten Versuch hat das ganz gut geklappt. Zum Taxi hier am Boden können wir uns das Leben auch wieder leichter machen. Wir können wieder hier reinzoomen. Dann haben wir wieder unser OANS, das Onboard Airport Navigation System. Und dann können wir auch hier wieder die ganzen Taxiwege sehen. Reduziert einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man sich hier auf so Flughäfen wie Frankfurt oder auf noch größeren Flughäfen, wo es halt viele Taxiways, viele Intersections gibt, sich verrollt. Jetzt bei gutem Wetter kann man natürlich auch sagen, ja, dann liest doch deine Schilder. Natürlich kann man auch so machen und ist ja auch eigentlich so gedacht. Aber das ist jetzt einfach nochmal eine weitere Rückfallstufe, wo wir nochmal gucken können, okay, wir sind jetzt gerade hier und wir wollen jetzt dahin. Und so können wir uns da einfach nochmal ein bisschen die Situational Awareness im Cockpit erhöhen. Wenn dann auch noch schlechte Sichten vielleicht dazukommen, dann kann es passieren, dass wir auch irgendwann gar keine Schilder mehr sehen. Und dann ist so ein System halt super, was uns dann nochmal zeigt, okay, du bist gerade auf dem und dem Taxiweg, da vorne sollst du abbiegen. Also finde ich das eine sehr, sehr schöne Sache. Jetzt können wir auch mal gerne schauen auf unserer Brake-Seite.
beziehungsweise auf der Wheel-Seite. Gut, unsere Bremsen haben tatsächlich gar keine Temperatur. Auch nicht schlecht. Das heißt, unser BTV hat beste Arbeit geleistet. Normalerweise stehen da jetzt natürlich nicht 0 Grad, aber auf jeden Fall haben wir jetzt unsere Bremsen so gut es ging geschont. Und das ist doch schon mal ein wirklich sehr, sehr cooles System. Da muss man sich immer überlegen, okay, nehme ich jetzt Autobrake Low, nehme ich Autobrake Medium, kriege ich dann den Exit, den ich nehmen soll. Sondern man wählt einfach vorher aus, ich möchte da und da raus. Und dann bremst uns der Flieger so runter, dass wir dann genau da auch rauskommen. Dann schauen wir einmal. Wir rollen jetzt an Mike 10 vorbei. Der nächste ist Mike 8. Den wollen wir gerne nehmen. Er merkt gerade am Boden, selbst mit meinen Specs, die stehen übrigens auch unten in der Info nochmal mit drinnen, ist es noch so ein bisschen am Ruckeln. Aber man muss es auch nochmal echt betonen, das Ganze ist immer noch eine Alpha. Also es wird gar nicht erwartet, dass da alles schon zu 100% funktioniert. Wir können eigentlich dankbar sein, dass FlyByWire jetzt trotz des Alphas schon gesagt hat, ey, pass auf, wir geben euch den Flieger, probiert den ruhig mal ein bisschen aus. Und deswegen wollen wir da auch noch gar nicht zu viel kritisieren. Aber ich wollte es trotzdem mal anmerken, dass selbst bei einem wirklich guten System es aktuell noch ein bisschen zu rucklern beim Fliegen oder beim Rollen hier kommen kann. Im Flug an sich hat es eigentlich ganz gut geklappt, da habe ich jetzt kaum Lecks bemerkt, aber am Boden hat er natürlich auch deutlich mehr reinzuladen und tut sich da einfach aktuell noch ein bisschen schwer. Gut, jetzt überqueren wir eine aktive Bahn, das heißt, wir schalten einmal die Strobe Lights an und machen auch das T-Gas nochmal an, dass wir da für alle Flieger gut sichtbar sind. Mike 8, 25 Center, genau da wollten wir rüber. Und dann rollen wir jetzt hier in November 3 einfach geradeaus erstmal rein. Und dann biegen wir rechts ab und dann finden wir da unsere Parkposition. Gucken einmal, im Anflug ist nichts. Raus rollt gerade auch nichts. Ihr seht es auch hier nochmal, Runway Ahead. Der Flieger erkennt also, dass wir gerade vor einer Bahn sind und warnt uns da entsprechend nochmal. Gut, dann können wir sowohl das Strobe Light als auch das T-Gas wieder auf Standby stellen. Und dann haben wir es gleich geschafft. Da vorne müssen wir noch rechts abbiegen und dann können wir nochmal hier auf die Karte gucken. Charlie 15 Sierra, das ist unsere Parkposition. Das heißt, wir biegen gleich rechts ab. Und dann ist die Parkposition auf der linken Seite. Jetzt seht ihr hier diese farbigen Linien. Das sind die, die wir mit unserem 380 nicht benutzen dürfen. Steht aber auch extra nochmal dran, dass sie nur für eine maximale Wingspan, also für eine Flügelspannweite, von 36 Metern zugelassen sind. Und da sind wir mit unseren 80 Metern natürlich ein ganzes Stück drüber. Ist aber jetzt nicht weiter wild. So, wir machen zum Taxi-In einmal alle Lichter aus. Wir wollen jetzt hier gleich keinen blenden. Und dann geht es an Charlie 1.4 vorbei. Und dann kommt Charlie 1.5. Das ist unsere Position. Guck mal, steht auch keiner drin. Pushback-Truck und Einwinker stehen oben auf dem Dach. Perfekt, so soll das sein. Nicht. Und dann biegen wir jetzt hier einmal noch nach links ab, machen unsere letzten Meter und dann haben wir unseren allerersten Flug im A380 erfolgreich geschafft. Und um schon mal mein Fazit so ein bisschen vorne wegzunehmen, ich finde, es ist wirklich ein richtig, richtig cooles Flugzeug geworden. Der erste wirklich gut simulierte A380, den wir in irgendeinem Flugsimulator überhaupt haben. Dann das Ganze wirklich auch noch kostenlos, dass den jeder runterladen kann, keiner was dafür bezahlen muss. Natürlich sind Spenden für FlyByWire dann sehr gerne gesehen, aber es ist keiner verpflichtet dafür irgendwie Geld auszugeben. Und das finde ich halt wirklich cool, dass wir jetzt auch in der Alpha Stage da schon in den Flieger reinstuppern dürfen und da erste Erfahrungen mitmachen können. Und uns damit auch schon ein bisschen an den A350 gewöhnen können, der von Inibills auch noch kommen wird. Gucken wir nochmal kurz in die Außenansicht, dass wir ungefähr wissen, wie weit wir rollen müssen. Weil den Einwinker da auf dem Dach, den kann ich leider nicht gut sehen. Aber wir müssen relativ weit vorrollen, dass unser Heck dann da nicht auf diese Straße drauf hängt. Und dann halten wir jetzt hier einmal an. Setzen unsere Parkbremse. Dann seht ihr hier oben APU available, dann können wir die Bleed noch mit dazu nehmen und dann 1, 2, 3, 4 gehen alle Triebwerke aus. Cabin Crew, all doors in park. So, jetzt müssen wir ein paar Fuel Pumps wieder ausschalten. Dauert ein bisschen länger als beim A320. Weil es halt einfach mehr sind. Ihr seht, die External Power hat sich jetzt auch automatisch schon connected.
dann können wir die jetzt in beliebiger Reihenfolge mit dazu nehmen. Da sind wir nämlich auch auf die APU nicht mehr angewiesen. Seatbelts gehen aus, Beacon Light geht aus. Und dann haben wir noch eine Parking Checklist. Parking, Parking Breakout Shocks. Parking Brake ist set. Wing Lights sind off. Und damit ist die Parking Checklist complete. Dann können unsere Passagiere jetzt aussteigen. Und wir haben unseren Flug erfolgreich durchgeführt. Der Vollständigkeit halber, wenn wir jetzt den Flieger noch ausschalten wollen, dann machen wir die IRS noch aus. Wir machen das Crew Supply wieder aus, alle Lichter aus, alle Signs aus, Batterien wieder alle aus. Und dann hätten wir zum Schluss noch eine Shutdown-Checklist. Die können wir dann gleich noch lesen. Squawk können wir auf 2000 stellen. Und auf Standby. Und die Securing the Aircraft Checklist sagt dann später noch Oxygen und Emergency Exit Lights off. Das hätten wir einmal gemacht. EFBs off und Batteries off. Und dann wäre auch die Securing the Aircraft Checklist complete. Ja, damit haben wir es geschafft und sind am Ende unserer Tutorial-Reihe zum Airbus A380 von Fly-by-Wire angekommen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes für euch mit dabei. Ich hoffe, ich konnte euch den Flieger jetzt ein bisschen näher bringen. Ich weiß, ich habe nicht jeden Knopf erklärt und auch nicht jedes System erklärt. Das sollte aber auch nicht der Sinn dieses Tutorials sein, sondern das sollte vor allem für Leute da sein, die jetzt vielleicht sich im Flugsimulator schon ein bisschen auskennen, die vielleicht auch schon den einen oder anderen Airbus kennen und jetzt gerne den Umstieg auf den A380 machen wollten. Alle wichtigen Knöpfe und sowas habe ich euch erklärt, habe ich euch gezeigt, die ihr zumindest jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nutzen könnt. Und ansonsten habt ihr jetzt auch gesehen, wie man einen normalen Flug von A nach B durchführen kann. Wenn noch irgendwas unklar ist, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, irgendwas wissen möchtet, dann ab in die Kommentare damit. Ich freue mich dann sehr, sie zu beantworten. Ich hoffe, ihr traut euch jetzt vielleicht euren ersten Flug mit dem A380 zu machen. Ich hoffe, ich habe euch auch ein bisschen die Angst genommen vor dem Umstieg. Es ist wirklich ein super, super tolles Flugzeug. Ich kann es jedem nur empfehlen. Kostet keinen Cent. Ladet es euch runter, probiert es aus und macht euch euer eigenes Bild. Und dann könnt ihr sehr gerne auch mal auf Twitch vorbeischauen. Da sind wir wahrscheinlich auch in nächster Zeit noch öfter den A380 am Fliegen. Und sonst hier auf YouTube gerne Like, Abo und einen Kommentar da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Nachfliegen. Kommt gut an euer Ziel an. Und habt natürlich wie immer always happy landings.